Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Die Meere, die rund 70% unseres Planeten bedecken, haben momentan eine Menge auszuhalten. Vermüllung, Überfischung, Offshore-Windparks, Rohstoffabbau. Andererseits setzen sich auch viele Menschen für den Erhalt maritimer Ökosysteme ein. Vor allem Menschen, die von und mit dem Meer leben. Ihre Geschichten erzählt die International Ocean Film Tour. Zum 9. Mal bringt die Tour herausragende Kurzfilme über die Meere der Welt ins Kino. Noch bis zum 21. Mai tourt das Team durch Deutschland und präsentiert seinen Mix aus Wassersport-Action und Umweltreportagen. The ocean is a place where I belong. 6 Filme sind es diesmal, die es ins Programm geschafft haben. Facing Monsters ist so ein Film, der wohl auf jeder Tour dabei sein muss. Wellenreiter auf der Jagd nach den ganz großen Brechern. Die sind natürlich auf der Leinwand noch um einiges beeindruckender als auf einem Bildschirm. Der Film begleitet den Big Wave Surfer Kirby Brown, während er nicht nur Monsterwellen jagt, sondern sich auch inneren Dämonen stellt. There were a couple of times where I said I'd step away from this. It was breaking my heart. I've always had my demons that I've battled with. Like a determination to self-destruct. Das Surfen ist eine Sucht, die ihn sein Leben kosten oder seine Familie zerstören könnte. Und trotzdem treibt es ihn immer wieder aufs Meer. Family not being there for my kids. Ums Überleben in ganz anderen Umständen geht es vor der Küste Gambias. Stolen Fish widmet sich dem Raubbau auf dem Meer vor Westafrika. Hier plündern chinesische Trawler nicht nur die aktuellen Bestände vor den Augen der lokalen Fischer, sie verhindern auch, dass die Bestände sich erholen, weil die Fische weggefangen werden, bevor sie die Laichgründe im Gambia River erreichen. This is the place that we need to secure the most. And this is the exact place that the Chinese fishing trawlers will come at night and then steal the fish, fishing in the place which is very, very, very much illegal for them to fish. Doch auch die EU ist nicht schuldlos. Fischmehlfabriken kaufen einen Großteil der Fänge auf, um damit unter anderem Fischfarmen in Europa zu versorgen. Für die Gambier wird Fisch damit immer mehr unerschwinglich. Und viele überlegen sich, selbst ihr Heil in Europa zu suchen. I was thinking a lot that if I sell my boat, I then at least try elsewhere like Europe, going through this back way. Woher James Cameron seine Inspiration für Avatar 2 bekam, sieht man in George and the Whales. Kristallklares Wasser und majestätische Kreaturen begrüßen uns im Pazifik vor Tonga. Hier zeigt Touristenführer Xiao Xi, dass Umweltschutz und Tourismus sich nicht ausschließen müssen. But now the government know that it's better to stop kill the whale, so we get work. We got new people here, so we got a tourist here, and we have a whale, and it's better now. Statt wie früher Wale zu jagen, teilen die Südseeinsulaner heute den Reichtum ihrer Natur mit der Welt, ohne sie dabei zu zerstören. Starke Bilder haben alle 6 Filme zu bieten, starke Geschichten nicht. So wird der Eindruck des Gesamtpakets etwas verwässert. Der Beitrag Sweet Adventure etwa ist kaum mehr als ein gut produziertes Urlaubsvideo. Die Ocean Film Tour will viele Themen unter einen Hut bringen und dabei das Publikum nicht durch zu viel Politaktivismus verschrecken. Das ist verständlich. Vielleicht muss auch mal betont werden, dass es noch intakte Teile der Natur gibt. Fragt sich nur, wie lange sie intakt bleibt, wenn mehr und mehr Menschen sich auf die Suche nach diesen idyllischen Orten machen. Der Name Hans-Eckard Wenzel schreit nicht gerade nach einer Rockstar-Karriere. Aber das hat zum Beispiel Heinz-Rudolf Kunze ja auch nicht aufhalten können. Gemeinsam ist diesen beiden auch der virtuose Umgang mit Sprache. Aber die Biografien unterscheiden sich doch gewaltig. Kunze wurde im Westen ein Star. Wenzel hat sein Publikum immer noch vor allem im Osten. Für eine Dokumentation ließ der Sänger, Musiker und Texter sich 3 Jahre lang begleiten. Aber auch die turbulente Zeit vor, während und nach der Wende kommt dabei zur Sprache. Die Melancholie zieht in fernes Glanz über die hölzernen Dinge. Und wiegen versunken wir uns im Tanz. Dann glaubt nie, was ich euch singe. Dann glaubt nie, was ich euch singe. Glaubt nie, was ich singe.
einen Film über Wenzel. Man nennt ihn gerne einen Liedermacher und er hasst es, dass man ihn so nennt. Es ist so, als sei man schon disqualifiziert, bevor man aufgetreten ist. Wir leben jetzt mittlerweile, glaube ich, weiß nicht wie viele Jahre, mit unseren westdeutschen Brüdern und Schwestern in einem Land. Aber wenn ich irgendwo auftauche oder irgendwas über mich geschrieben wird, steht immer noch dran, der ostdeutsche Liedermacher Hans Eckart Wenzel. Also das Wort Liedermacher mag er nicht. Das habe ich schon ein paar Mal bei Podiumsgesprächen gehört. Also er ist auf jeden Fall ein Poet. Er ist ein großartiger Musiker und er ist auch ein großartiger Denker. Ich habe mir erst seine ganzen Platten angehört und habe festgestellt, dass sich seine Biografie in seinen Platten wiederfindet, in seinen Liedern. Also man kann lückenlos, und so ist der Film eigentlich auch aufgebaut, man kann lückenlos Wenzel über seine Lieder entdecken. Es fängt ja an mit dem Lied über seine Oma. Oma Amler schlendert in den DFD, sie nimmt die gute Tasse für die Bohle mit. Der Konsumleiter spielt dann Olli, Olli, der fragt dann nach dem längst vergangenen Schnee. Das ist der Ort meiner Kindheit. Hier waren alles Kinder. Wir haben hier Buden gebaut, wir haben Theateraufführungen gemacht auf dem Wäscheplatz. Wir haben die kleinen Gärten gehabt. Das ist das Zimmer meiner Großmutter, in der ich bis zu meinem 14. Lebensjahr dort gelebt habe. Eine Grundschule. Hier war ich 1. bis 8. Klasse. In der 2. Klasse legt sich Wenzel ein Dichterheft zu. Er schreibt Poeme auf den Frauentag und den Tag der Volksarmee. Ich wurde dann sozusagen in Vorzeige Pionier, dichtender Pionier. Und wurde dann, war ich glaube ich in der 5. Klasse, zu dem einzigen Dichter, den wir in Wittenberg haben geschickt, das war Hans Lorbeer. Und der hat mir absolut den Kopf gewaschen, was für eine Scheiße ich schreibe mit diesen politischen Texten. Und da war ich sehr verzweifelt und habe auch geweint. Ich hatte nur einen Text noch mit über meinen Teddybär. Den habe ich ihm dann am Schluss vorgelesen und da hat er gesagt, ja, das ist Poesie, da schreibst du über was, was dich angeht und nicht über Dinge, die überhaupt nichts mit deinem Leben zu tun haben. Hey ho, ho, hey ho, ho, hey ho, ho, hey ho. Je länger die Haare, desto aufsässiger und unliebsamer wurde Wenzel. Er gründete das Liedertheater Karls Enkel und zeigte der dahinsiechenden DDR die Clownsfratze. Nonsens als poetischer Widerstand. Das Duo Mensching und Wenzel als absurdes Abbild der Macht. Die Clowns krepieren an den Orden, die sie sich gegenseitig anheften. Vom Clownsein geblieben ist Wenzels ironische Feindschaft gegen jede Dummheit. Er kann nicht anders als dauernd arbeiten und produzieren und Dinge in Gang setzen. Er arbeitet ja sehr, sehr gründlich, sehr professionell. Und es gibt ja diese Szene in dem Film, wo er ewig nach einem Text gesucht hat zu einer Musik, die er bereits hatte. Das ist der Refrain. Und was macht man? Also das sind drei Silben. Bis ich wusste, es ist nach einem Gedicht von Nassim Hikmet, das ich gefunden habe, dass es das meint. Das Allerschönste noch nicht gesehen. Für mich ist das Schreiben können und das Denken können die größte Freude. Und dass ich das machen kann, das ist für mich das Glück. Ich könnte ja auch darauf setzen, dann müsste ich ein bisschen anders schreiben, dass ich also viel mehr spiele, viel mehr Geld verdiene und viel mehr und jeder Mensch mich kennt in diesem Land. Aber das ist ja nicht der Sinn meiner Sache, deswegen mache ich das ja nicht. Feinsli, komm, stirb mit mir ein Stück. Sie müht die Blätter schon. Wir drehen das Jahr doch nicht zurück und sehen uns nicht im Dunkeln. Lass in dem Korn bleiben gehen, zertanzen uns die Schuhe. Ich will noch so viel Himmel sehen und du lachst dazu. Er hat eines der schönsten deutschen Liebeslieder geschrieben. Ein Lied über die Endlichkeit, ein Herbstlied. Wer singt es in jedem seiner Konzerte? Wenzel ist 67 und zum 5. Mal Vater. Natürlich hat die Natur das so eingerichtet, dass man immer, wenn man ein Kind kriegt, das als schönsten Menschen auf der Welt betrachtet. Ahoi, ahoi.
ein Matrose gemacht aus Sehnsucht und Melancholie. In seinen Liedern steckt die Utopie, dass das Leben nicht nur eine Frist hat, sondern auch einen Sinn. Legendär ist ein Hafenkonzert einmal im Jahr im norddeutschen Kamp. Vor 1000 Leuten und 7 Stunden lang. Und ich sehne, sinnlos mich nach dir. Eine Begegnung mit Wenzel im Konzert oder sonst wo ist ein Erlebnis der besonderen Art. Nun auch im Kino. Das war das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.